Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist unser dritter Anlauf, dieses Video aufzunehmen. Wie es halt in den Bergen ist, beim ersten Mal hat es richtig krass geregnet. Beim zweiten Mal ist uns die Kamera kaputt gegangen. Die ist nämlich vom Stativ gefallen und dann ist das Objektiv in zwei Teile gefallen. Ziemlich doof. Und jetzt beim dritten Mal hatten wir bis gerade eben perfektes Wetter und es ist jetzt wieder bewölkt und es fängt gleich an zu regnen, vielleicht. Also deswegen, heute machen wir dieses Video fertig. Es geht hier um die wichtigsten Essentials beim Wandern, was ihr auf jeden Fall dabei haben solltet. Und das ist ein Video, was vielleicht ein bisschen kontrovers diskutiert werden wird, weil der eine oder andere sagt, hey, das ist doch klar, was man mitnehmen muss. Aber ist das wirklich klar? Jetzt gerade zum Anfang der Wandersaison bekommen wir ganz, ganz viele E-Mails jeden Tag, viele Fragen auf Instagram, weil man halt irgendwie zum allerersten Mal wandern geht, dann möchte man irgendwie den fetten Down-Schlafsack mit auf die Hütte mitnehmen, obwohl eigentlich ein Hüttenschlafsack reichen würde. Also es kommen viele Fragen und ich möchte heute ein paar vielleicht beantworten. Solltet ihr jetzt vielleicht die allererste Hüttenwanderung planen oder halt einen Wanderurlaub? Nummer eins, das Allerwichtigste oder eins der wichtigsten Dinge, ist natürlich immer hydriert sein. Nehmt euch Wasser mit, wenn es geht, vielleicht eine isolierte Flasche, vielleicht aus Edelstahl. Der Vorteil dabei ist, Edelstahl absorbiert keine Geschmäcker, gibt auch keine ab. Ihr könnt da Tee, ihr könnt da Kaffee, ihr könnt da Wasser, ihr könnt da egal was, Apfelsaft reinpacken. Der Geschmack wird nicht aufgenommen und nicht abgegeben von den Getränken davor. Es hält extrem lange kalt und auch sehr lange warm. Also 24 Stunden kalt, 12 Stunden warm ist bei einer Doppelisolierung normal. Es gibt auch Dreifachisolierung, aber doppelt reicht eigentlich vollkommen. Achtet also immer darauf, dass ihr genug zu trinken habt. Punkt Nummer zwei ist Wanderschuhe. Dazu kommt demnächst auch nochmal ein eigenes Video, aber die passenden Wanderschuhe ist wirklich wichtig. Wir waren jetzt gerade am Wochenende wieder unterwegs und da kommen ein paar Anekdoten in diesem Video. Da habe ich Leute auf den Bergen in Flipflops, in Converse und ich weiß nicht was gesehen. Und besonders die Leute in Flipflops, die sahen nicht sehr danach aus, als hätten sie eine gute Zeit gehabt. Es lohnt sich wirklich, gute Wanderschuhe einzupacken, wenn ihr wandern geht. Auch keine Turnschuhe. Macht es nicht, holt euch gute Wanderschuhe, die sind klasse, achtet darauf, dass ihr ein gutes Profil habt, achtet darauf, wenn es geht, dass ihr hohe Schuhe habt, also nicht bis zum Knöchel, sondern halt wirklich solche hohen, es gibt einfach viel mehr Halt und achtet darauf, dass ihr, also bei den Wanderschuhen ist das so, dass ihr von Kategorie von A bis D habt und BC ist eigentlich ganz gut. A ist wirklich, ja, da könnt ihr auch wirklich einen Turnschuh stattdessen kaufen. AB ist so okay, so ein ganz guter Anfängerschuh. B ist noch besser und BC ist so etwas, was wir halt immer dabei haben. Damit kann man auch ein bisschen schwerere Wanderungen machen, auch Hüttenwanderungen. D ist wirklich so ein Expeditionswanderschuh, den du, weiß ich nicht, auf dem Mount Everest mitnehmen würdest. Also so ein BC ist wirklich ein ganz guter Allrounder und investiert gerne ein bisschen mehr Geld. Ein guter Wanderschuh darf gerne mal 200 Euro kosten, aber da habt ihr auch wirklich lange was von, wirklich mehrere Jahre. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Nummer drei, auch ein sehr wichtiges Thema. Es passiert ab und zu mal, dass man auf einer Wanderung sehr viele steile Passagen laufen muss. Das heißt, dass dann immer nur ein Teil des Schuhs halt oder des Fußes beansprucht wird. Und dann kann es auch mal passieren, dass Blasen entstehen. Passiert schon mal, ist jetzt nicht weiter Schlimmes, tut weh. Aber Blasenpflaster sind da auf jeden Fall genau das Richtige, was man braucht. Und wir haben auch welche dabei. Ich muss nur schauen, wo. So, hier sind sie, die schönen, guten Compeed-Blasenpflaster. Wir alle kennen sie. Der eine oder andere weiß vielleicht gar nicht mal, wie sie heißen, aber er kennt auf jeden Fall diese Verpackung. Und die sind wirklich ein Traum und wirklich empfehlenswert. Das Ding ist bei den Blasenpflastern, dass die meisten gar nicht wissen, wie sie angebracht werden. Meinerseits, lange Zeit inklusive, ich habe sie immer falsch angebracht. Die sind nämlich meistens, vielleicht sagt der eine oder andere, ja, stimmt, abgegangen. Und warum? Weil man sie falsch angewendet hat. Wie das geht, zeige ich euch mal an der Ferse von Line, die da sitzt und jetzt einfach mal kurz herkommt und mal ihre Schuhe auszieht und dann zeigen wir euch mal, wie das funktioniert. So, hier ist unser Model. Hallo. Ja, ich muss zugeben, ich gehöre auch zu denen, die es jahrelang falsch gemacht haben.
Aber ich zeig euch jetzt mal, wie es geht. Wie man sieht, ist meine Ferse nämlich auch ziemlich geschunden von all den Abenteuern, die ich zu Fuß so erlebt habe in den letzten Jahren und auch als Kind. Und deshalb mache ich tatsächlich eigentlich immer prophylaktisch bei einer größeren Wanderung Blasenpflaster drauf. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt mal. So, dann nehme ich mal eins raus. So, und jetzt ist nämlich der erste Trick, das zwischen die Handflächen zu packen und zu erwärmen. Und dafür reibe ich meine Hände so ein bisschen, mache das warm. So eine halbe Minute. Richtig schön warm machen. So, und dann. So, jetzt mache ich das hier ab, dass die Ferse trocken und sauber ist. Und bei einer Blase, wenn ihr eine habt schon, dass das auch relativ, ja, sauber ist. Jetzt packe ich das genau hier drauf, schön festdrücken und jetzt kommt der nächste wichtige Schritt. Nochmal richtig andrücken und mit der Wärme der Hand erwärmen. Reiben. Jetzt sieht man auch ganz gut, wie sich das Compete-Blasenpflaster wie so eine zweite Haut auf meine eigene Haut gelegt hat. Jetzt ziehe ich noch meinen Socken drüber. Und steig wieder in meine Schuhe. Wichtig ist auch bei Blasenpflastern, das habe ich auch immer falsch gemacht, dass man sie nicht abzieht nach einer Wanderung, sondern sie einfach am Fuß lässt und die fallen dann einfach ab, weil darunter heilt die Haut nämlich. Und wenn man das abziehen würde, dann macht man alles wieder kaputt. Also einfach dran lassen und dann heilt die Haut und alles ist gut. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie das funktioniert mit den Blasenpflastern. Wirklich empfehlenswert, immer eine Packung dabei zu haben. Und als nächstes, wie ihr merkt, es regnet. Das Wetter hat wieder total umgeschlagen. Wir haben es nicht erwartet. Unsere Vorhersage hat gar nicht gestimmt. Wir haben, shame on us, nur auf dem iPhone nach dem Wetter geschaut, aber nicht auf dem Regenradar, was ich sonst eigentlich immer mache, aber diesmal vor Faulheit nicht. Und das passiert dann halt eben, wenn man es nicht macht. Entsprechend sollte man wirklich immer gute Kleidung dabei haben, weil das Wetter in den Bergen immer umschlagen kann. Eine gute Regenjacke hilft da wirklich. Holt euch was Leichtes, etwas, was atmen kann, aber trotzdem die Wärme innen hält und natürlich wasserabweisend ist. Also eine gute Regenjacke muss immer mit dabei sein. So, jetzt haben wir ganz kurz über die Jacken gesprochen, kommen wir aber noch mal kurz ein Thema zurück. Wir haben über die Schuhe gesprochen, wir haben über die Blasenpflaster gesprochen. Auch sehr wichtig, Wandersocken sind auch wirklich extrem wichtig, dass ihr gute Wandersocken habt. Achtet einfach darauf, dass die Socken keine Falten schlagen, dass sie immer schön gerade sind und genau, dann geben sie halt eben auch ein bisschen mehr Stabilität an den wichtigen Stellen. Dieses Video ist jetzt gerade tatsächlich ein bisschen hin und her wegen des Wetters, das ist halt eben immer unvorhersehbar, deswegen musste ich das Thema mit der Jacke ein bisschen vorziehen, aber auch ein wichtiges Utensil ist es eigentlich nicht, aber eine wichtige Sache, die ihr mitnehmen solltet, ist ein Fleece-Pulli. Ein Fleece-Pulli hält euch einfach schön warm, wenn es draußen kalt werden sollte. Sobald die Sonne verschwindet und die Wolken aufkommen und es natürlich so wie jetzt gerade auch ein bisschen nieselt und später sogar vielleicht richtig regnet und ihr ein Gewitter vielleicht kommt, weil ihr es halt eben nicht beachtet habt, dann hilft euch sowas. Das Siegelprinzip funktioniert hier immer am besten. Einfach mehrere Lagen tragen, ein schönes T-Shirt, was halt nicht aus Baumwolle ist, sondern halt irgendwie atmungsaktiv auch. Merino-Wolle bietet sich da auch sehr gut an. Dann ein Fleece-Pulli und eine gute Regenjacke. Und dann seid ihr eigentlich perfekt gewappnet für alles, was euch der Berg so entgegenwirft. Und ja, Wetter wechselt, wie ihr seht, es regnet, die Sonne scheint. So ist das halt eben manchmal. Und jetzt, wo die Sonne gerade ein bisschen scheint, kann man eigentlich auch schon das nächste Thema ansprechen. Ich habe mir eigentlich eine ganz tolle Reihenfolge überlegt, was wir hier heute alles besprechen werden. Aber wie das halt eben so ist, man muss go with the flow. Ne? Sonne bedeutet Sonnencreme. Die Sonne auf dem Berg, die knallt. Wenn ihr desto höher ihr geht, selbst im Sommer, habt ihr sogar vielleicht noch, ihr müsst vielleicht manchmal über Gletscher laufen, dann knallt es nochmal doppelt. Nehmt euch eine gute Sonnencreme mit, 30er sollte auf jeden Fall dabei sein. Hier eine kleine Sonnencreme, das sollte eigentlich reichen für eine kleine Wanderung, so 2-3 Tage sollte das eigentlich für eine Person reichen. Und wenn wir schon dabei sind, Thema Sonne ist zwar vorbei, aber eine Cappy, die hilft nicht nur bei Sonne, sondern halt eben auch bei Regen. Nehmt euch eine mit. Das Gute ist,
dass diese Kamera eigentlich wasserabweisend ist, deswegen ich jetzt einfach das durchziehe. Nicht mit mir. Ich hoffe, dass der Ton irgendwie noch in Ordnung ist. Rucksack, Thema Rucksack, auch sehr wichtig. Was nimmt man für einen Rucksack? Nehmt euch einen kleinen Rucksack mit. Desto kleiner, desto besser, weil dann kommt man nicht auf die Idee, zu viel mitzunehmen. Allerdings diese paar Essentials, nenne ich sie mal, Notwendigkeiten sollten auf jeden Fall dabei sein. Packt eure schweren Sachen nach unten oder nah an den Rücken und die Dinge, die halt die leichter sind und die ihr halt regelmäßig braucht, die packt ihr halt oben drauf. Zum Beispiel eure Dokumente bzw. auch euer Bargeld. Nehmt auf jeden Fall Bargeld mit auf eure Wanderung, denn es ist halt einfach so, auf den Bergen, da habt ihr einfach keinen Internetanschluss und entsprechend kann man da auch nicht mit Kreditkarte oder EC-Karte zahlen. Wenn ihr auf eine mehrtägige Wanderung seid, dann nehmt euch genug Bargeld mit, rechnet euch aus, was dort ein Bierchen oder ein Schnitzel oder eine Mahlzeit einfach kostet und nehmt genug mit. Denn es gibt nichts Blöderes, als da oben zu stehen und sich von irgendjemandem fremdes Geld ausleihen zu müssen oder einen Überweisungsträger mitnehmen zu müssen, um dann später halt irgendwie die Schulden zu überweisen. Die eine oder andere Hütte macht, die andere macht es aber halt eben auch nicht. Entsprechend geht ihr immer auf Nummer sicher, wenn ihr Bargeld dabei habt. Genug Bargeld dabei habt. Denn ansonsten, wenn ihr nicht genug Geld dabei habt, dann müsst ihr nämlich zusehen, dass ihr genug Snacks dabei habt. Das würde dann vielleicht in so einem Rucksack ein bisschen viel werden. Aber Snacks, da kommen wir schon auf das Thema, das nächste Thema, ist super wichtig, dass ihr immer irgendwie eine Kleinigkeit dabei habt. Wir lieben es, immer so ein bisschen Nüsse dabei zu haben. Geben extrem viel Energie, sind lecker und versucht es in so wenig Plastik wie möglich einzuwickeln und lasst euren Müll nicht auf dem Berg, nehmt alles mit. Genau, wie gesagt, genug Wasser, genug Essen sollte auf jeden Fall dabei sein. Ansonsten, was ist eigentlich noch so wichtig zu beachten, wenn man wandern geht? Lauft langsam los, fangt nicht immer an, hier so einen Stechschritt hinzulegen, wie die meisten es machen. Man kommt irgendwie aus dem flachen Land und ist der Meinung, dass man sofort losrennen muss. Ist jetzt nicht so praktisch, denn man verbraucht einfach seine ganze Energie direkt am Anfang. Das Wandern ist kein Sprint, sondern eher so ein Marathon. Also teilt eure Energie richtig ein und rennt nicht am Anfang sofort los. Das ist ein Fehler, den ich am Anfang, nicht als ich in die Berge gezogen bin, sondern einfach schon viel, viel früher gemacht habe. Ich erinnere mich noch, in Südtirol haben wir mal eine Wanderung gemacht. Da hat unser Bergführer immer gesagt, ey, macht's mal ein bisschen langsamer. Wir haben noch 4 Stunden vor uns. Und ich habe immer gedacht, so, hey, was willst du eigentlich? Und nach 3 Stunden hing ich da wie so einen Schluck in der Kurve und konnte nicht mehr. Hat einfach damit zu tun, dass ich meine ganze Energie am Anfang verbraucht habe. Also lauf ein bisschen langsamer los. Und ich habe am letzten Wochenende hier in den Bergen ganz viele ältere Menschen gesehen, die Wanderstöcke dabei hatten und die Jungen sind hinterhergelaufen und haben dann immer so gekeucht so und konnten nicht. Nehmt euch Wanderstöcke mit. Ehrlich, das ist nichts, was nur die alten Leute dabei haben und da ist auch irgendwie nichts komisch dabei, wenn man halt mit seinen, weiß nicht, 25, 30 oder noch älter mit Wanderstöcken durch die Berge läuft. Es ist super, super praktisch, weil die Energie verteilt sich auf alle 4 Punkte. Es ist viel angenehmer zu laufen und ihr könnt dadurch auch noch mal viel länger unterwegs sein. Wenn wir eine lange Wanderung machen, 12 Stunden manchmal, wenn man so eine Hüttenwanderung hat, ne, da ist man so einen ganzen Tag von morgens bis abends unterwegs, da sind Wanderstöcke einfach das Beste. Also habt immer welche dabei. Ihr seht, ich habe sie hier auch dabei, einfach an der Seite. Da gibt es verschiedene Modelle, könnt ihr einfach mal schauen, auch verschiedene Griffe. Wir haben dazu auch einen eigenen Beitrag zu Wanderstöcken geschrieben, findet ihr auf Off the Path. Sehr empfehlenswert. Zum Beispiel mit Shockproof gibt es welche. Wie gesagt, es gibt verschiedene Griffe. Das ist auch eine Empfindlichkeitssache, beziehungsweise nach jedem Empfinden anders. Also die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen und man hat mal ein bisschen kritisiert, warum wir keine traditionellen Holzstöcke empfehlen. Meiner Meinung nach, die sind super, die sehen auch gut aus und da kannst du halt überall deine ganzen Wappen und so weiter reinhauen von den ganzen Wanderungen, die du gemacht hast, aber sie lassen sich nicht so einfach anpassen. Und das ist halt eben, finde ich, schon extrem wichtig, wenn du irgendwo auf dem Grat zum Beispiel läufst und die eine Seite ist tiefer und die andere ist flacher, dann kannst du das einfach super gut anpassen und bei einem Holzwanderstock halt eben nicht. Last but not least, bereitet euch ein bisschen drauf vor auf eure Wanderung, schaut nach, wo ihr hin wollt,
also welche Strecke ihr laufen wollt. Ladet euch die Strecke am besten auf euer Smartphone runter. Wenn ihr lange unterwegs sein werdet und vielleicht wisst, dass ihr lange kein Internet haben werdet, das ist auf Hüttenwanderungen ziemlich normal, dass man halt vielleicht so 2-3 Tage ohne Internet ist, dann nehmt euch eine Papierkarte mit, also eine richtige Wanderkarte, damit ihr auch immer nachschauen könnt, welche Richtung ihr müsst. Und solltet ihr euch mal verlaufen, findet ihr so vielleicht den Weg schneller zurück. Und das, was wir heute eigentlich nicht gemacht haben, solltet ihr auf jeden Fall machen. Holt euch eine Regenradar-App, es gibt viele kostenlose, und schaut, wie das Wetter sich in den nächsten Stunden, man kann es für die nächsten 2 Stunden ziemlich genau erkennen, und man kann es über einen ganzen Tag und über die nächsten 48 Stunden auch relativ genau erkennen. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp, holt euch eine Regenradar-App auf euer Handy, checkt das Wetter, damit ihr nicht in komische, unvorhersehbare Situationen kommt. Wandert am besten zu zweit oder in einer Gruppe. Das ist nicht nur sicherer, sondern macht auch mehr Spaß. Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz tolle Wandersaison. Ihr könnt ja mal unter diesem Video kommentieren, wo es für euch hingeht, welche Wanderungen bei euch jetzt anstehen und ob ihr vielleicht noch den einen oder anderen Tipp habt für andere Wanderer und wie ihr die Tipps jetzt fandet, die wir euch mit euch geteilt haben. Ich finde, das sind so Sachen, die mir am Anfang, als ich angefangen habe zu wandern, schon geholfen haben oder geholfen hätten. Ich habe vieles im Laufe der Zeit gelernt, besonders die Sache mit den Blasenpflastern, aber auch das eine oder andere habe ich erst in den letzten Monaten und vielleicht in den letzten Jahren dazu gelernt. Also hinterlasst gerne einen Kommentar. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag bzw. eine gute Nacht und nicht vergessen, stay wild!